Es geht weiter mit Nummer 13. Gut, ja. Gut, jetzt haben wir Nummer 13. Okay, jetzt kommt Nummer 14. Komme ich hier? Oh, ich komme hier raus, aber... Hä? Irgendwie werde ich gerade von der Minimap getrollt. Nein, stopp, 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 stopp. Ich werde von der Minimap getrollt. Ah, nein. Okay. Hier kann man ja rauf. Ui. Da, nimm keine Rücksicht auf mich. Super. Scheißegal. So. Müsste auch irgendwo noch eins sein. Ich muss da unbedingt... Ach. Idioten. Ah, jetzt sehe ich es auch hier. Vierzehn, okay. Keine Polizei. Gut, der Nummer 15 ist weiter im Süden. Und zwar... Müssen wir hier? Ah ja, hier ist ja das, das Dings. Jetzt weiß ich gar nicht, können wir hier durch oder? Das ist eher eine schlechte Idee. Ah ja, hier, genau. Hier ist eben das Problem, dass die so dicht aufeinander sind und es da gerne mal zu Verwechslungen kommt und auch die. Es ist sehr verschachtelt, also erinnert mich ja fast ein bisschen an Shoreside Whale in GTA 3. Aber wir werden das schon, das Kind schon schaukeln. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich hier am besten rauskomme. Gar nicht. Okay. Oder hier vielleicht. Ah ja, genau, hier. Hier komme ich auf die Hauptstraße. Super. Genau. Müsste eigentlich Nummer 16 kommen, und zwar... Ist das gleich hier hinter dem Stadion? Das werden wir dann auch noch besuchen. Das sind nämlich auch wieder so Stadionmissionen wie in Vice City. Das ist Nummer 16, das ist gut. Oh, sorry. Genau, dann machen wir jetzt weiter. Nummer 17. Nummer 17 befindet... Dankeschön, danke. Nummer 17 befindet sich hier. Die Sevilla Boulevard Families. Ah, das sind die Grünen hier. Die haben ja eigentlich zu Groove Street gehört, aber jetzt nicht mehr, okay? Genau. Dann das nächste befindet sich... Wo? Hier. Oh, sorry, ja. So. Ja, es hat dir niemand gesagt, dass du da in den Spray reinlaufen musst, Kumpel. Jetzt Nummer 19 wäre eigentlich hier, ja, unten. Genau.
Gut, gut. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Wir sammeln nicht nur diese Graffitis, sondern wenn wir auch schon dabei sind, noch etwas anderes, das man auch sammeln muss. Und zwar, ja, ich mache jetzt GTA 3 und Vice City. Nein, hier kann man zum Glück, wie sagt man, hier kann man zum Glück neben diese Austern. Muss ich zuerst dran gewöhnen? Ah, ein Delfin! So, Austern 1,50. Die muss man eben auch noch sammeln und die befindet sich ausschließlich im Wasser. Unter Wasser geht die langsam der Atem aus. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Eben, wir sammeln die Austern, die sich da in der Nähe befinden, auch noch gleich ein. Dann schlagen wir nämlich sozusagen. Gut, das darf ich jetzt nicht sagen, aber ja, man sagt sprichwörtlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt, wo haben wir die Nummer 20? Wollen wir die Nummer 20? Die Nummer 20 müsste eigentlich hier sein. Genau. Schaut mir auch schon gleich, wo die nächste wäre, damit wir noch nicht jedes Mal. Ah, ich sehe, die ist gleich in der Nähe. Ah. Nummer 20. Ja, und jetzt hätten wir es dann bald. Also jetzt bin ich dann gleich bald fertig mit der. Wenn ich mich nicht noch verfahre. Bin ich dann gleich fertig. Wo war das, der Mr. Whoopi? Das war der Mr. Whoopi, oder? Ist schon weg wieder, leider. Aber ich glaube, das war der Mr. Whoopi. Den gibt es hier nämlich auch. So, hier wäre noch eins. Front Yard Ballast. 21. Genau. Wo ist die 22? Ah, okay, 22 muss ich wieder orientieren. Oh, die 22 ist hier runter. Und zwar hier. Okay, jetzt geht's weiter mit der 23. Eben, das erinnert stark an Terminator 2. Rollin Hyde Ballas, also Terminator 2, da die relativ am Anfang, die Verfolgungsjagd da im Kanal. Genau, jetzt haben wir. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt haben wir hier die 23 und jetzt muss ich schauen. Ah, ja, genau. Ah, nein. Ah, shit, ich dachte, ich komme hier wieder rauf. Ah, logisch. Jo. Ja. Das verbessert sich dann aber, glaube ich, wenn man mehr Skill hat, dann fällt man weniger schnell vom Rad. Jetzt müsste eigentlich direkt hier irgendwo eins sein, meinte ich. Gemäß Karte. Oder habe ich falsch geguckt? Ich habe glaube falsch geguckt. Ah nein, hier ist es.
Nummer 24. Oh, ein Bulle. Und der läuft irgendwie wie ein Zombie. Oh, da kommt er schon angerannt. Shit. Dann machen wir mal schnell den hier. Mich gerade ein bisschen. Ah, okay. Okay. Ich verstehe. Ja, für was denn bitte? Ich habe gar nichts gemacht. Direkt hier müsste eins sein. Und ich fahre direkt in das Bullenfahrzeug. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und jetzt kommt doch der Bulle angerannt. Mach ich mal schnell. Okay, hat sich gerade erledigt. Hey, danke Jungs. Ihr habt mir sehr geholfen. Und ich bin mal so freundlich und werde da. Also es war wirklich sehr freundlich von euch, dass ihr mir da geholfen habt. Und mein Stern ist prompt weg. Gut, und jetzt jetzt bin ich gerade wieder voll komplett raus. Ah, hier bei dem Ding hier da. Fast Food gibt's auch noch was. Ja, hier. 26, genau. Und jetzt haben wir unser Soll für diese Aufnahmesession erreicht. Und jetzt geht's zum Pizzaladen. Oh. Ja, super. Aufsteigen. So. Jetzt steht's. Energy 500. Jetzt geht's zum Pizzaladen. Was ist denn der Pizzaladen? Das ist kein Pizzaladen, das ist dieses Kentucky Fried Chicken, aber ich bin ja Vegetarier und das, also wir sind Vegetarier in diesem Spiel. Und deshalb kommt natürlich nur Pizza in Frage. Aber dort sind, jetzt sind wir schon wieder ganz im Norden. Müssen wieder zu diesem. Ah ja, genau. Autowaschstraße. Genau, ja, hier sind wir zu weit. Sind wir zu weit gefahren, müssen nämlich noch hier hinten. So, genau hier, ich sehe schon die Pizzabude. Mit dem Tattoo-Studio gleich vis-à-vis und dem Friseur. So. Das ist der Eingang hier. Genau, und so kann man nämlich die Mission abbrechen, ohne irgendwie. Aber ich werde mir jetzt erstmal eine Pizza bestellen, und zwar. Nee, keine Weichei-Portion. Wir nehmen natürlich die. Nein, auch nicht den Salat. Wir nehmen die volle Lutsche. So. Das ganze Gehirn weggelutscht. So. Und jetzt muss ich mir irgendwie. Weil eben, man könnte ja jetzt sterben, um die Mission zu beenden. Man könnte aber auch den Sweet umlegen. Ich möchte beides nicht tun. Und deshalb muss ich irgendwie. Kann ich hier irgendwie durch? Ah ja, kann ich. Gut. Und ich nehme jetzt hier den Zurück-Tab, um diese Waffe aufzunehmen. Falls du schon eine Waffe von diesem Typ hast, wird sie durch die neue ersetzt. Mission fehlgeschlagen, du brauchst eine Sprühdose. So. Jetzt können wir nämlich mal unseren aktuellen Stand speichern und die Energy 500 schön in unserer Garage deponieren. Ja, hier steht sie sogar noch. Wunderbar. Hat ja alles nach Plan geklappt. Eben, ich brauche natürlich jetzt deutlich länger, weil ich keine Ahnung habe. Ich muss immer wieder auf der Karte schauen und so. Ist ein bisschen nervig, wäre natürlich einfacher, wenn ich da schon auswendig wüsste, wo alles ist. Da wäre es natürlich wesentlich einfacher, aber das ist ja nun, ist jetzt nun mal so, und ja, wir werden das Kind schon schaukeln. Jetzt muss ich irgendwie zurück nach Hause, CJ nach Hause telefonieren.
dass noch keine Meldung gekommen ist, dass ich meinen Motorradskill verbessert habe. Das ist ein bisschen. So. Ich hoffe, ich bin jetzt schauen. In der Garage bringst du kein Fahrzeug mehr unter. So. Und jetzt nimmt es mich wunder, ob das Zeugs nachher noch drin steht. Ja, steht alles noch drin. Wunderbar. So. Gut, dann wird jetzt gespeichert und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dann und tschüss.